Manche Videospieltrailer zeigen Visionen von kommenden Spielen, die dann wenig mit dem fertigen Produkt zu tun haben. Sei es in Bezug auf Story, Charaktere, das Gameplay oder sogar das gesamte Konzept. Das muss nicht bedeuten, dass das fertige Spiel schlecht ist, aber oft sind Gamer enttäuscht, wenn Versprechungen nicht eingehalten werden. Wir sprechen über Spieletrailer, die mit ihren vollmundigen Ankündigungen übers Ziel hinausgeschossen sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in NRW hatten wir die letzten Tage ziemliches Mistwetter. Das ist mir aber sowas von egal, weil ich diese Regentage liebe, um einfach durchzuzocken. Wenn ihr gerade Sommerferien habt, wisst ihr, wovon ich rede. Ihr könnt euch das gewisse Sommerfeeling aber trotzdem nach Hause holen, mit den Holy Energy Drinks. Holy hat pünktlich zum Juli eine ganz neue Sorte rausgebracht, Apple Alligator mit saurem Apfel. Die perfekte Balance aus süß und sauer. Beim ersten Schluck verziehst du das Gesicht, dann kommt der geile Geschmack. Die Energy Drinks von Holy sind ohne Zucker und ohne Koffein, kommen ohne Chemie aus und sind mit 80 Cent auch noch günstiger als die herkömmlichen Marken. Grizzly Bear hat geschrieben, dass er Blueberry Coconut mega lecker findet. Gute Wahl, die Sorte ist auch unter meinen Favoriten. Wenn ihr möglichst viele Sorten probieren wollt, empfehlen wir euch das Probierpaket mit jeweils 7 Sorten Energy und Eistees. Das bekommt ihr mit dem Code KATE5 schon für 14,99 €. Der Link ist in der Videobeschreibung. Schreibt mir doch mal, welche eure Lieblingssorten sind. Und schon starten wir mit dem Video. Einer der besten und bewegendsten Trailer überhaupt war damals der Trailer zu Dead Island 1. Das war 2011. Der Trailer war wie ein Kurzfilm aufgebaut, nur rückwärts abgespielt und mit einem emotional aufgeladenen Klavierstück untermalt, das einem die Tränen in die Augen trieb. Darin sehen wir, wie ein junges Mädchen und ihre Eltern im Ressort ankommen und von Zombies angegriffen werden. Das Mädchen wird gebissen, verwandelt sich in einen Zombie, greift ihren Vater an, wird dann aus dem Fenster geworfen und fällt in ihren Tod. Das Ganze in Zeitlupe und mit einer Musik, bei der, wie gesagt, selbst bei den hartgesottensten Zombiejägern kein Auge trocken bleibt. Was der Trailer zeigte, war ein Zombiespiel, wie wir es so noch nicht kannten. Vorbei waren die Zeiten der explodierenden Köpfe und blutigen Kettensägen. Der Trailer verriet, dass es sich um ein Zombiespiel mit Tiefgang und Emotionen handelte. Hinter den Kulissen sieht es so aus, als hätte Techland den Auftrag zum Trailer an ein Animationsstudio vergeben, das den Auftrag annahm und einen meisterhaften Kurzfilm drehte. Der Trailer wurde beim Cannes Lions International Festival of Creativity sogar mit Gold ausgezeichnet. Aber das Gezeigte hatte wenig mit dem endgültigen Gameplay von Dead Island zu tun. Als das Spiel dann erschien, sahen wir nämlich das hier. Ein zugegebenermaßen unterhaltsames Zombiespiel, bei dem es darum geht, mit improvisierten Waffen eine endlose Reihe von Zombieköpfen einzuschlagen. No Man's Sky galt 2016 als Skandalspiel. Bereits vor dem Release hat es um das Spiel einen riesigen Hype gegeben, der durch euphorische und übertrieben optimistische Interviews ausgelöst worden war. Entwickler Sean Murray hatte das Spiel in US-Talkshows vorgestellt und versprach gut gelaunt eine komplexe und lebendige Welt, in der es als Spieler wahnsinnig viel zu entdecken geben sollte. Die Leute hatten den Eindruck, dass das Spiel des Jahrzehnts auf sie warten würde. Ein Spiel, das neue Horizonte eröffnen würde. Das Spiel wurde wie irre gekauft. Doch was sich dann beim Release entpuppte, war ein Spiel, das weit unter den Erwartungen der Fans zurückblieb. Die fühlten sich verarscht. Komplex war in dem Spiel erstmal gar nichts. Du trafst keine anderen Spieler, die Planeten wirkten alle ähnlich und irgendwie leer. Nach der Enttäuschung brach die Wut der Spieler über den Entwicklern zusammen. Und No Man's Sky wurde zum Vorzeigebild für Spiele, die viel versprechen und wenig halten. Wir müssen allerdings eine Lanze für das Spiel brechen, denn nach unzähligen kostenlosen Updates ist das Spiel mittlerweile ein ganz anderes. Du kannst Planeten erkunden, dir dort eine Heimat bauen, Fahrzeuge nutzen, die Tierwelt entdecken, bauen und und. You don't come back from that. Wer den originalen Rambo-Film First Blood gesehen hat, der weiß, dass es hauptsächlich um Rambos posttraumatische Belastungsstörung geht. Rambo tötet versehentlich eine Person und stellt sich dann selbst der Polizei. Es ist also ziemlich verrückt, dass er in der Fortsetzung First Blood Part 2 gleich 75 Menschen tötet, einige davon sogar mit einem Raketenwerfer. Genau auf diesem zweiten Film basiert Rambo das Videospiel. Und wenn man dem ersten Trailer des Spiels Glauben schenkt, dann handelt es sich bei Rambo, dem Videospiel, um einen Ego-Shooter in einer halboffenen Welt, in dem man durch Tarnung, Nahkampf und durch Feuergefechte Rambo am Leben erhalten muss. Die Kommentarschreiber unter diesem ersten Trailer waren allesamt hellauf begeistert. Jeder wollte Rambos Abenteuer interaktiv miterleben. Aber als das eigentliche Spiel rauskam, war es für die Spieler ein Schock. Es handelte sich bei Rambos Abenteuer um einen simplen Rail-Shooter. Das Spiel erhielt wegen enttäuschten Gamern schlechte Kritiken und verkaufte sich schlecht. Der Trailer hätte vielleicht wenigstens ein paar Sekunden Gameplay zeigen sollen. You ask me, can this new captain promise you a life of prizes?
Im Nachhinein ist es lustig, den ersten Trailer von Assassin's Creed Black Flag anzusehen. Vor allem mit dem Wissen, was dann eigentlich aus dem Spiel wurde. Im Trailer ist alles dabei, was das Freibeuterherz höher schlagen lässt. Tropische Strände, Kloppereien, Aussicht auf reiche Beute und mit Edward Kenway, ein taffer Assassine, der wagemutig jede Schlacht gewinnt und die Frauenwelt im Sturm erobert. Black Flag ist eins der besten Piratenspiele, die es bis heute gibt. Aber der Trailer übertrieb es. Pirat Blackbeard will mit seiner Heldengeschichte über Kenway eine Mannschaft anwerben. Und Kenway soll, seiner Erzählung nach, einer der verwegensten und tollkühnsten Piraten sein, den die Welt je gesehen hat. In der fertigen Version des Spiels ist allerdings keine Rede mehr davon, eine Mannschaft zu rekrutieren. Es gibt ein paar Wege, neue Matrosen anzuheuern, aber meist werden die Seemänner von uns gerettet oder von anderen Schiffen übernommen. Edward feuert nicht zwei Kanonen gleichzeitig, er nutzt keine Keulen und Edward schwingt sich nicht von Deck zu Deck, um jemanden umzutreten. Er ist auch kein Womanizer, weil er im Spiel tatsächlich glücklich verheiratet ist. Aber da es sich um eine Geschichte handelt, die von einem Piraten erzählt wird, sollten wir wohl nicht alles für bare Münze nehmen und die Übertreibungen als Seemannsgarn hinnehmen. Es gibt auch Trailer, die einen verdammt guten Grund haben zu lügen. Das sehen wir am genialen Metal Gear Solid 2. Trailer, die vor Release auf der E3 gezeigt wurden, zeigten nur ein weiteres Kapitel im aufregenden Leben von Solid Snake, der wieder mal die Welt vor irgendeiner Katastrophe retten sollte. Der Trailer zeigt allerdings nicht die Wahrheit. Solid Snake ist nämlich gar nicht der Protagonist des Spiels, stattdessen übernimmt Raiden die Hauptrolle. Im ersten Level ist Snake zwar noch spielbar, danach sehen wir ihn aber nur noch in einer Nebenrolle. Die frühen Trailer haben diese Tatsache aber absichtlich vertuscht. Fans sollten nicht wissen, dass sie ihren geliebten Snake nicht spielen durften. Und das aus gutem Grund. Viele waren nämlich alles andere als begeistert, dass sie auf Raiden umsteigen mussten. Auch wenn Raiden mittlerweile, also mehr als 20 Jahre später, ebenfalls ein heißgeliebter Charakter ist. Wer 2008 verschiedene Story- und Gameplay-Trailer zu Brutal Legend gesehen hatte, wusste ungefähr, was auf ihn wartete. Ein Action-Game mit einer Liebeserklärung an Heavy Metal, einem euphorischen Jack Black als Protagonist Eddie Riggs, eine nordisch inspirierte Welt voller Dämonen und sogar einen Cameo-Auftritt von Ozzy Osbourne. Die Videoschnipsel erweckten den Eindruck eines Actionspiels im Stil von God of War oder Devil May Cry, was auch stimmte. Aber eine wichtige Sache wurde im Trailer einfach außen vor gelassen. Bei aller Heavy-Metal-mäßigen Coolness hat Brutal Legend nämlich auch Echtzeitstrategie-Elemente. Wir müssen unsere Basis verteidigen, Einheiten ausbilden und mit diesen dann andere Stützpunkte einnehmen. Wir bleiben immer Eddie Riggs, der sich mit Axt und Gitarre ins Schlachtgetümmel stürzt. Aber das Kommandieren der Armee ist trotzdem ein integraler Bestandteil von Brutal Legend. Wieso Double Fine und Publisher EA diesen Aspekt in offiziellem Werbematerial fast völlig ausklammerten, hat wahrscheinlich einen einfachen Grund. Echtzeitstrategie hat es immer wieder schwer, auf dem Massenmarkt ein ausreichend großes Publikum zu finden. Von wenigen Ausnahmetiteln vielleicht mal abgesehen. Das Problem mit diesem Anthem-Gameplay-Trailer war, dass er kein tatsächliches Anthem-Gameplay enthielt. Und warum? Weil dieser Trailer gemacht wurde, bevor das Spiel existierte. Als der Trailer rauskam, befand sich Anthem noch in der Vorproduktion. Als die Demo zusammengestellt wurde, hatten die Entwickler buchstäblich noch keine Ahnung, wobei es sich beim fertigen Spiel handeln würde. Und es erklärt, warum das endgültige Spiel so anders war. Es gab vorher nur viele Ideen, aber keinen festen Plan. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit, bei der der Fortschritt durch Unentschlossenheit und Missmanagement behindert wurde, hatten die Macher von Anthem auf der E3 2017 nichts vorzuzeigen. Die Lösung bestand darin, der Öffentlichkeit eine gut aussehende Demo zu präsentieren, mit dem Ziel, dass das endgültige Spiel so ähnlich wie möglich aussehen sollte. Tatsächlich mussten die Entwickler bei BioWare ihre Ambitionen radikal zurückschrauben. 2 Jahre später brachten sie ein Spiel auf den Markt, das dem ursprünglichen Trailer nur noch entfernt ähnelte. Die Spielewelt war weit entfernt von der nahtlosen, offenen Multiplayer-Erfahrung, die 2017 noch präsentiert worden war. Tatsächlich war es so, dass die Präsentation von Anthem auf der E3 2017 so spät zusammengeschustert worden war, dass sie erst wenige Tage vor der Messe herausfanden, dass es zu schwierig sein würde, sich die Rechte am Namen zu sichern. Das Spiel sollte ursprünglich Beyond heißen. Sie änderten es dann allerdings in letzter Minute um in Anthem. Give me some covering fire.
Fallen euch noch mehr Trailer ein, die euch was vorgegaukelt haben, was dann nicht im fertigen Spiel drin war? Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über euren Like. Vielen Dank dafür und danke fürs Zuschauen. Habt noch einen Megatag, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.